Kinder, die hier in Deutschland kein Deutsch sprechen, haben auf einer Grundschule noch nichts zu suchen. Klare Worte von CDU-Politiker Carsten Linnemann. Mit seiner Aussage hat er in den letzten Tagen eine hitzige Debatte ausgelöst. Während die einen ihm Rechtspopulismus vorwerfen, stimmen andere dem CDU-Politiker teilweise zu. Ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen. Mit dieser Aussage hat CDU-Politiker Carsten Linnemann einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Linnemann schlägt für betroffene Kinder eine Vorschulpflicht vor. Notfalls müsse eine Einschulung auch zurückgestellt werden, sagte er. Als Beispiel nennt er Duisburg. Im Interview mit der Rheinischen Post bezog er sich auf eine Studie, wonach über 16% der künftigen Erstklässler kein Deutsch könnten. Diese Aussage ist falsch. Linnemann bezog sich auf den jüngsten Bericht der Stadt Duisburg über die Gesundheit der Duisburger Einschulkinder. Aus diesem geht hervor, dass durchschnittlich 16,4% aller Erstschüler keine Deutschkenntnisse hätten. Die Statistik bezieht sich ausdrücklich auf Erstschüler mit Migrationshintergrund, nicht auf sämtliche Einschulkinder. Zahlen zu allen Duisburger Schülern liegen nicht vor. Doch gerade in den Duisburger Stadtteilen Marxloh, Bruckhausen und Hochfeld dürften Linnemanns Aussagen auf Gehör stoßen. Für knapp 9 von 10 Einschulkindern ist Deutsch hier nicht die Erstsprache. Ist hier eine Vorschulpflicht also doch ein gutes Mittel? Finde ich also nicht so gut, weil ich bin auch, wo ich neu in Deutschland war, konnte ich gar kein Deutsch und bin sofort in die 2. Klasse gegangen. Und dann habe ich das, ein Jahr gelernt. Ja, halte ich an für sich gar nichts von, denn man muss ja allen Kindern eine Chance geben und ein bisschen Gleichberechtigung geben. Und außerdem haben wir auf jeden Fall auch die Ressourcen und die Pflicht, anderen Leuten zu helfen und vor allem Kindern halt eine ordentliche Zukunft zu gewähren. Man muss irgendwie eine Maßnahme treffen, dass die Kinder vor der Schule schon mal gefördert werden und wenn sie in der Schule kommen, nochmal, damit das dann leichter fällt. Es bringt halt nichts, wenn du in der Schule bist und kein Deutsch verstehst und keins kannst, weil dann kannst du später oft auch nicht. Also ich finde, es ist gut, wenn man ein Jahr erstmal Deutsch lernt und dann in die Schule kommt. Wenn der kann ja kein Deutsch, also wie soll der dann in die Grundschule gehen? Naja, er lernt es dann eben von den Lehrern, ne? Ja, aber der soll auch mit der Klasse mithalten. Also ich denke, es geht am schnellsten, wenn die zur Schule gehen. Und ich denke auch, die Kinder, die gut Deutsch können, die können auch von denen profitieren, die das nicht können und sich um sie kümmern. Die Reaktionen auf Linnemanns Vorschlag gehen weit auseinander. Der Deutsche Lehrerverband gab dem CDU-Politiker teilweise recht. Grundlegende sprachliche Förderung müsse vor der Grundschule erfolgen. Auch Duisburgs Bildungsdezernent Thomas Krützberg setzt sich für vorschulische Sprachförderung ein. Doch bedarf es dafür eine Verpflichtung? Darüber dürfte weiter debattiert werden. Ein Kind, das kaum Deutsch spricht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen. Eine Aussage, über die sich durchaus streiten lässt und über die wir auch noch weiterhin diskutieren wollen. Und zwar mit Sebastian Krebs von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Herzlich willkommen, Herr Krebs. Ja, hallo. Gehören Kinder, die kein Deutsch sprechen, auf eine Grundschule? Ja oder nein? Ihre Meinung? Ja, sie gehören auf eine Grundschule, denn da lernen sie Deutsch. So einfach geht's. So einfach kann es sein. Voraussetzung ist natürlich, und von daher muss man mal gucken, was Herr Linnemann eigentlich damit gemeint hat, als er diese Anregungen gab. Was will er uns damit sagen? Will er damit sagen, dass jetzt ganz viel Geld in die Grundschulen, in die Kitas gepumpt wird, damit dort entsprechende Ressourcen, Kapazitäten bereitgestellt werden für Sprachförderung, dass entsprechend Kolleginnen und Kollegen eingestellt werden, die das machen können. Wenn er das so gemeint hat, dann unterstütze ich ihn voll. Denn natürlich ist das genau der Punkt, dass die Schule dafür da ist, dass die Kinder auch sprechen lernen können und die Sprache lernen können. Auch wenn sie aus entweder anderen Ländern hierher gekommen sind oder vielleicht auch aus Deutschland kommen und die Sprache trotzdem nicht richtig können. Jetzt fand ich eine Aussage gerade ganz interessant in unserer Umfrage, wo eine junge Dame meinte, ja, es bringt doch eigentlich gar nichts, wenn die Schüler in die Schule kommen und kein Deutsch sprechen können. Das würde ja auch alle anderen irgendwie mit runterziehen. Können Sie das irgendwie nachvollziehen? Ja, was wäre die Alternative? Die Alternative wäre ja, dass man die Schülerinnen und Schüler aus diesem Kontext rausnimmt, aus dem Kontext Schule nimmt
Und zum einen gibt es da die Ressourcen gar nicht. Also wenn wir schon an den Grundschulen, an den Kitas nicht genügend Personal haben, damit die Schülerinnen und Schüler entsprechend gefördert werden können, wer soll es denn machen? Also das Zweite ist, dass ja auch in der Sprachforschung ganz klar ist, dass man Sprache am besten lernt im gemeinsamen Tun, im gemeinsamen Miteinander umgehen, bei Sport und Spiel. Das heißt also, die Kinder, wenn die miteinander umgehen, lernen die auch relativ sehr viel schneller Deutsch, als wenn sie jetzt alleine in einer abgeschlossenen Fremdsprachengruppe versuchen, Deutsch zu lernen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wenn ich das gerade so richtig verstanden habe, das übergeordnete Problem, das eigentliche Problem ist eigentlich der Lehrermangel. Das Grundproblem ist ein Ressourcenproblem. Wir haben hier in Duisburg ganz konkret die Zahl der nicht besetzten Lehrkraftstellen von 200 auf 250 gesteigert. Also es gibt keine Verbesserung, sondern es existiert tatsächlich eine Verschlechterung. Und das ist das Grundproblem. Das heißt, wenn ich keine Menschen habe, die hier nach Duisburg wollen, an die Schulen wollen und unterrichten wollen, dann habe ich genau da das Problem, dass mir das Personal fehlt, um entsprechend auch eine Förderung zu machen. Jetzt ist die Stadt Duisburg besonders in den Vordergrund gerückt, weil sich eben Linnemann in einem Interview auf eine Studie bezogen hat, wonach über 16% aller Erstklässler in Duisburg keine Deutschkenntnisse hätten. Wie sieht es in den Duisburger Klassenräumen bei uns aus? Beherrschen wirklich so wenige Kinder die deutsche Sprache? Das Problem ist, dass so eine Prozentzahl immer nur eine momentane Betrachtung ist. Grundsätzlich hat die Stadt Duisburg das Problem, dass permanente Migration stattfindet. Das heißt, es kommen Schülerinnen und Schüler das ganze Schuljahr über, auch nicht nur im Vorschulbereich, sondern auch von 0 bis zum Ende der Schulpflicht. Die müssen beschult werden, die müssen auch entsprechend Gelegenheit haben, Deutsch zu lernen. Die kommen ja zum Teil auch aus EU-Ländern und haben sowieso das Recht, hier zur Schule zu gehen und zwar auch ganz normal beschult zu werden. Von daher ist das ein Problem, was in Duisburg besonders deshalb da ist, weil eben extrem viele Menschen auch hier hinkommen. Und wenn pro Monat die eine oder andere Klasse von der Menge her neu aufgemacht werden könnte, dann sieht man schon da, dass es einfach ein Ressourcenproblem ist. Und hier ist alles, wie in anderen Städten auch, aber hier besonders auf Kante genäht. Es ist alles ganz knapp. Es sind keine Reserven da. Und gerade an den Grundschulen, wenn man sich anschaut, die Kolleginnen und Kollegen, die sich dann doch entscheiden, bei viel weniger Gehalt als beispielsweise ein Gymnasiallehrer in der Grundschule zu arbeiten, da konfrontiert zu sein mit dem Thema Inklusion, mit dem Thema Migration, mit Vielsprachigkeit, dann gibt es da eine ganz krasse Überforderung. Und dann dürfen sie außerdem auch noch ein paar Stunden mehr arbeiten, als die Lehrerinnen und Lehrer anderer Schulformen, bekommen dafür weniger Geld. Das macht den Job nicht attraktiver. Und deshalb kann man nur sagen, Hochachtung vor den Kolleginnen und Kollegen, die durchhalten. Jetzt schlägt Linnemann eine Art Vorschulpflicht vor, das heißt Sprachtests für alle Kinder. Wer die nicht besteht, soll zu einer Vorschule verpflichtet werden. Ist das eine Idee, die Tragweite hat und zukunftsfähig ist? Nein. Also zum einen, wenn ich weiß, dass Schülerinnen und Schüler nicht sprechen, hilft es auch nicht zu testen. Ich kann als erfahrener Sprachenlehrer sehr schnell das Sprachniveau feststellen und sehen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und dann muss ich ja mit den vorhandenen Schülerinnen und Schülern umgehen. Ich kann nicht sagen, ich sperre euch jetzt von der Schulpflicht aus und mache jetzt irgendwas mit euch irgendwo und vor allem mit wem. Ich habe es eben geschildert, es fehlen die Kolleginnen und Kollegen schon an den regulären Schulen. Wenn ich jetzt hingehen würde und noch eine Vorschule einrichten wollte, müsste die ja auch personell bestückt sein. Was schlagen Sie stattdessen vor? Wie lässt sich das Problem lösen in Zukunft? Da könnte Herr Linnemann zum Beispiel mit dem nordrhein-westfälischen Finanzminister Kontakt aufnehmen und ihn mal auffordern, ein paar Milliarden in das Schulsystem zu pumpen,
um die Personalnot zu beseitigen und dann um kleinere Klassen natürlich zu realisieren. Denn es kann nicht sein, dass auch an den Grundschulen Kolleginnen und Kollegen schildern, dass sie mit 30 und mehr Schülerinnen und Schülern dort sitzen und nicht so richtig wissen, was passiert. Das heißt also, Geld ins System pumpen ist das Erste und dann den Beruf, vor allem auch natürlich der Grundschullehrerinnen und Lehrer, so attraktiv zu machen, dass die wieder mit Freude und Elan da rangehen und den Job auch schaffen können. Denn im Moment ist das Problem, sie können den Job kaum schaffen, weil sie ja heute noch gar nicht wissen, was sie morgen vorfinden. Herr Krebs, vielen Dank für Ihre Einschätzung, dass Sie heute bei uns waren. Dankeschön. Ja, danke. Gerne.